Willkommen zu meinem Vortrag über Machine Learning. Wir hatten jetzt leider ein paar technische Schwierigkeiten, dafür kürze ich dann einfach in der Präsentation, das passt schon. Ja, kurz zu meiner Person. Mein Name ist Sebastian Volz. Ich arbeite als Machine Learning Engineer bei einem deutschen Handelsunternehmen. Und davor war ich mal Data Scientist in der produzierenden Industrie und davor habe ich auch mal als Softwareentwickler gearbeitet. Kann also dann auf ein breites Spektrum an Wissen zurückgreifen, was dann im Machine Learning so angewendet werden kann und auch wird. Alles, was ich hier an Code zeigen könnte, ist auch auf meinem Blog verfügbar. Wir sehen das hier oben, nobytes.blogspot.com. Ich bin übrigens auch auf Twitter, allerdings nicht sehr aktiv, also ich lese mehr, als dass ich irgendwas dazu sage. Ich bitte jetzt explizit darum, von mir keine Fotos zu machen, außer das Bildmaterial, das hier aufgezeichnet wird. Und das bitte ich zu respektieren. Okay, werfen wir einen Blick auf die Agenda. Machine Learning mit dem Raspberry Pi. Ja, was ist denn eigentlich Machine Learning? Diese Frage stellen wir uns natürlich zu Beginn. Am Ende wäre es witzlos. Dann stelle ich eine kleine praxisorientierte Problemstellung vor, die ich eben auch gelöst habe, in weitesten Teilen. Wir kommen kurz zur Hardware und zur Software. Wir schauen uns an, was man eigentlich mit den Daten machen muss, bevor man dann seine Machine Learning-Lösung hat. Ganz am Ende schauen wir uns dann mal die Praxis und die Resultate an, denn wie so oft, Projekte haben einen Output und manchmal auch ein paar Probleme. Und diese Probleme, die noch ungelöst sind, schauen wir uns dann ganz zum Schluss an. Zunächst einmal Machine Learning, beziehungsweise in dem speziellen Fall neuronale Netze. Was ist ein neuronales Netz? Der Vortrag richtet sich ja vor allem mal an Lehrer, Schüler, Studenten. Und die beste Definition für ein neuronales Netz ist in dem Fall aus dem Internet leicht abgewandelt. Im Grunde genommen versucht man mit Computern die Aktivität von menschlichen Nervenzellen nachzubilden, um so dem Computer eben Wissen zu vermitteln. Also man trainiert es dem Computer an oder dem Steuergerät und dieses Steuergerät verfügt dann über künstliches Wissen. Das Wissen ist dann entsprechend in der Informationstheorie. Wir haben ganz unten die Daten. Auf den Daten bauen die Informationen auf. Das sind Daten in einem Kontext. Und wenn man dann anhand dieser Informationen auch noch Entscheidungen treffen kann, dann spricht man von Wissen. Ein künstliches neuronales Netz, kurz KNN, ist aufgebaut aus, wer hätte es gedacht, künstlichen Neuronen. Ein künstliches Neuron ist der Versuch, eine Nervenzelle, die sehen wir hier links im Bild, nachzubauen. Diese Nervenzellen hat sogenannte Dendriten, das sind so gesehen die Inputleitungen. Dann gibt es einen Zellkern, der mit diesem Input irgendetwas tut und dann gibt es die Axonterminale, das ist so gesehen der Output, der ein Signal an nachgelagerte Nervenzellen weiterleitet. Dieses Vorbild aus der Natur hat man sich geschnappt und hat dann so einen Graphen draus gemacht. Wir haben hier unsere Inputs, dann haben wir hier die Weiterleitungen, die sind mit Gewichten behaftet, das sind also die sogenannten Gewichte, in dem Fall W1 bis Wn. Die dämpfen das Eingangssignal und übertragen das zu dem Zellkern, in dem befindet sich eine Übertragungsfunktion. Die macht dann irgendwas mit diesen Inputs. Im simpelsten Fall würde sie die Inputs einfach summieren. Und wenn wir uns jetzt noch einen weiteren simplen Fall vorstellen aus der Elektrotechnik, einen Schwellwertschalter. Sobald wir mit diesen Inputströmen einen Schwellwert überschreiten, feuert dann der Output, die Ausgabe. Und das ist jetzt ein Neuron in einem Verbund und würde dann die Information an nachgelagerte Zellen weiterleiten. Ein Neuron ist natürlich noch kein Netz, also nehmen wir jetzt mal ein paar Neuronen und bilden daraus dann ein Netz. Wir sehen jetzt, dieses Netz hat verschiedene Schichten, da spricht man von den sogenannten Layern. Aber im Grunde genommen ist es jedes Mal ein künstliches Neuron mit weiteren Gewichten und einer Ausgangsfunktion. Wir haben immer eine definierte Anzahl von Inputs bei einem neuronalen Netz. Also auch wenn das Ding konfigurierbar ist, die Anzahl der Inputs, die muss eben im Vorfeld bekannt sein. Wir haben eine definierte Anzahl an Outputs. Da gibt es auch noch was, das man beachten sollte. Darauf gehe ich vielleicht später noch genauer ein. Dann haben wir, wie ich schon sagte, beliebig viele Layer. Und die Ausgabe
hat die Eigenschaft, dass sie monoton steigend ist. Das bedeutet im Grunde genommen, je größer der Input, desto größer irgendwann der Output. Es bedeutet nicht, dass es linear steigend ist, es bedeutet nur, wenn die Inputströme größer werden, wird der Output nicht kleiner. Ja, die Signale bzw. die übertragenen Werte sollten immer im Bereich 0 bis 1 liegen. Denn man könnte jetzt auch offene Zahlen nehmen, aber dann hat man in der einen Schicht 0 bis 60.000, in der nächsten hat man dann minus 3.015.000 bis plus e hoch 27. Das ist nicht sinnvoll. Deswegen geht man immer in die Bereiche 0 bis 1, dann spricht man von normalisierten Daten. Ja, jetzt ist die Frage, wie kriegt man Wissen in so ein Neuron? Wir schauen uns das jetzt mal an mit diesen Inputs. Da haben wir bestimmte Werte. Und dann haben wir hier unsere Gewichte. Diese Gewichte werden mit zufälligen Faktoren von 0 bis 1 initialisiert. Das ist jetzt eine Methode, dass man das zufällig macht. Und dann macht man Folgendes. Wenn man das jetzt trainiert, dann weiß man, es soll jetzt zum Beispiel eine 1 rauskommen bei diesem Input. Man jagt die Inputs und multipliziert die mit den Gewichten und summiert das die Produkte dann in der Übertragungsfunktion. Und dann schaut man, ob eine 1 auch als Ausgangssignal rauskommt. Kommt jetzt stattdessen eine 0, weiß man, okay, da passt was nicht. Die einzige Möglichkeit, die man jetzt hat, ist über eine Rückkopplung diese Gewichte zu adjustieren. Also am Input kann man nichts verändern, aber die Gewichte, die kann man anpassen. Und das macht man im simpelsten Fall mit der sogenannten Delta-Regel. Man kann mal die entweder erhöhen oder ein bisschen senken. Und dieses Spiel macht man jetzt zyklisch mit den Trainingsdaten so oft, bis die Gewichte passen und das Ausgangssignal möglichst an dem gewünschten Resultat liegt. Jetzt haben wir schon einiges über neuronale Netze gehört und jetzt kommt der spannende Teil. Wir haben ein praktisches Problem. In meinem Fall war das praktische Problem ein Garagentor. Ich habe hier im Trierer Umland gewohnt und war auf mein Auto angewiesen. Und wenn ich nach Hause kam, das war ein Mehrparteien-Mietshaus an der Durchfahrtsstraße, da gab es so ein tolles Garagentor. Das war zwar elektrisch und man musste dann immer die Fernbedienung suchen, auf den Knopf drücken und dann ging das Tor auf. In dieser Zeit stand ich aber dummerweise im Verkehrsweg und habe eben die Straße blockiert. Und da war dann jede Sekunde wertvoll. Und je intelligenter dann diese Torsteuerung gewesen wäre, desto mehr Zeit hätte ich sparen können. Mein Wunsch war also, dass sich dieses Tor selbsttätig öffnet, so wie ich zu Hause ankomme. Ja, wie macht man das? Eine Funkstrecke hatten wir schon. Ich hatte so einen Handdrücker, der ist hier im Bild abgebildet. Das Tor war elektrisch. Ja, außerdem hatte ich zu Hause WLAN und das naheliegendste war eine Smart-Home-Lösung. Jeder, der jetzt denkt, dass es eine Smart-Home-Lösung gab, den kann ich beruhigen, das gab's nicht. Das funktionierte auch nicht. Den Torantrieb zu hacken war leider auch keine Option, denn es war ein Mehrparteien-Mietshaus und der Vermieter hätte mir was anderes erzählt. Also wie kriegt man dieses Tor auf? Ich hatte nur eine Fernbedienung. Ja, die Frage nach der einfachsten Lösung. Die Lösung war nicht einfach. Denn das Problem war, man musste irgendwie eine Handlung erkennen. Und zwar die Handlung, ich komme nach Hause und nicht, ich befinde mich zu Hause. Ich befinde mich zu Hause, wäre einfach gewesen, ich bin in meinem WLAN-Netz eingewählt und dann geht das Tor auf. Ja, dann geht's aber andauernd auf, solange ich zu Hause bin. Das ist also nicht die Lösung gewesen. Es musste irgendwie die Handlung erkannt werden. Und so eine Handlung ist definiert als zielgerichtete und motivierte Tätigkeit. Und dann muss man sich eben überlegen, welche Möglichkeit gibt's jetzt, das festzustellen. Wenn wir das mal zerlegen, von der Philosophie zur Mathematik, dann haben wir Handeln. Handeln ist zielgerichtet. Zielgerichtet beinhaltet eine Richtung. Eine Richtung sind Vektoren. Vektoren sind Zahlen und Zahlen sind messbar. Ja, und an der Stelle wurde mir dann klar, wie die Lösung aussehen könnte. Denn jedes Mal, wenn man ein Problem soweit zerlegt hat und irgendwie Zahlen hat und die Lösung irgendwie machbar ist, aber man keinen konkreten Ansatz hat, dann kann man das mal mit Machine Learning versuchen. Okay, aber zunächst mal müssen wir jetzt die Richtung feststellen. Wie stellt man eine Richtung fest? Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Es gibt GPS, es gibt Kompasse, es gibt sogar Pulsare und dann kann man die Röntgenstrahlung feststellen, wenn man also ein bisschen Geld für Hardware aus dem Fenster jubeln möchte.
Dann gibt's Sternensensoren, die setzt die NASA ein. Die funktionieren leider nur im Weltraum und noch nur bei Nacht. Und wenn keine Wolken vorhanden sind, das ist natürlich auch keine Lösung. Es gibt auch noch etliche mehr. Am Ende habe ich mich für den Kompass entschieden. Warum nicht GPS? Naja, man braucht viele Satelliten, man ist wieder abhängig, zum Beispiel von den Staaten, die die Satelliten betreiben. Und vor 2 Jahren war es vielleicht noch undenkbar, dass darauf mal Gebühren erhoben werden könnten, aber wenn man heute mal so an den amerikanischen Präsidenten denkt, wäre das vielleicht sogar möglich. Naja, Kompass also. Die verwendete Hard- und Software. Ich hatte einen Raspberry Pi 3, ein Kompassmodul QMC5883. Das hatte auch noch so seine Besonderheiten, die man berücksichtigen musste. Betriebssystem war Raspbian in der Version 4, 9 und ein paar zerquetschte. Python habe ich benutzt als Programmiersprache, und zwar Python 3 in der Version 3.5.3, um genau zu sein. Außerdem brauchte ich noch eine zweite Programmiersprache, und zwar R. R ist eine mathematische Programmiersprache und die habe ich eben benutzt, um das neuronale Netz zu trainieren. Des Weiteren brauchte ich auch noch eine SQLite 3 Datenbank, um eben die Daten zu speichern. Und die SQLite 3 Datenbank war halt bei Raspbian mit dabei. Das ist ja typisch für Linux-Systeme, da haben wir immer eine Datenbank mit dabei. Wie ich schon sagte, hatte der QMC5883 so seine Besonderheiten. Es ist ein dreiachsiger Magnetfeldsensor, der misst also das Erdmagnetfeld in 3 Achsen. Ich kann also jederzeit sagen, in welche Richtung ich mich gedreht habe. Und das Problem war, es gab zwar Quelltexte und Beispiele im Internet, auch für Python, allerdings funktionierten diese Beispiele nicht. Das Problem ist recht simpel, Python kennt exakt 2 Datentypen. Zeichenkette, also String, und Zahl. Und im Machine Learning ist Python sehr verbreitet, weil das meistens Vorteile bietet, aber wenn man dann noch aus 2 8-Bit-Registern mit negativen Vorzeichen in nicht kanonischer Weise Daten auslesen muss, dann kommt man mit dem Datenformat Zahl an eine Grenze. Ich hatte an der Stelle echt Probleme, die richtigen Werte daraus zu bekommen, und deswegen nochmal ein Danke an die Eileen von Maschinendeck Trier, die hat mir da nämlich sehr geholfen. Nachdem diese Software für den QMC5883 dann funktionierte, konnte man eben weitermachen. Die Software für den QMC5883 ist auch auf meinem Blog verfügbar, also der Quelltext von dem Programm, der ist also soweit offen, dass man ihn verwenden kann. Ja, so war das erste Problem gelöst und ich konnte meine Daten messen. Daten sammeln, normalisieren und splitten. Wir befinden uns jetzt in der realen Welt und können eben mit dieser Software und mit dem Sensor Daten sammeln und im Sekundentakt in der SQLite-Datenbank schreiben. Das ist kein großes Problem. Wenn man sich den Quelltext der Software ansieht, dann sieht man auch, dass es relativ einfach aussieht. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite den Weg in der realen Welt, den ich mit meinem Auto gefahren bin. Ich bin dann hier von der Bundesstraße meistens gekommen, bin dann abgefahren, da ging es in so eine lange Kurve, in einen Kreisverkehr, in dem habe ich die dritte Abfahrt genommen, ein Stück geradeaus, einmal rechts rum, wieder ein längeres gerades Stück, dann nochmal eine Kurve, ein Kreisel und dann stand ich vor meinem Garagentor. Wenn man das jetzt mit dem Magnetfeldsensor gemessen hat, auf der X-Achse sah das Ganze so aus. Da hat sich also diese signifikante Kurve ergeben und die hat sich jedes Mal ergeben, wenn ich diesen Weg gefahren bin. Es gab übrigens auch noch einen 30er-Bereich, das war hier die lange Strecke, das heißt, die Geschwindigkeit war immer relativ konstant. Allerdings ist diese Messkurve auch immer sehr stark von der Geschwindigkeit direkt abhängig, denn ich habe immer so 80 Sekunden, also 80 Messpunkte genommen, um die dann eben zu analysieren. Aber das hier bei allen Strecken war das relevante Muster, das sich ergeben hat, wenn ich nach Hause gefahren bin. Ja, diese Werte mussten jetzt erstmal normalisiert werden. Dieser QMC 5883 hat leider Werte geliefert von minus 8000 irgendwas bis plus 8000 irgendwas. Und wie ich schon erwähnte, mussten die in den Wertebereich von 0 bis 1. Dazu gibt es ein relativ simples Verfahren, und zwar, dass man jeden Messwert durch den Maximum seiner Messreihe teilt. Das ist dann ein Sonderfall der sogenannten Z-Transformation, einer Standardisierungsfunktion aus der deskriptiven Statistik.
Jedenfalls habe ich jetzt hier eine Messreihe fett geschrieben. Warum? Wir sehen hier, da ist der Wert negativ gewesen, also unterhalb der Nulllinie. Und das lag daran, dass dieses Sensorkästchen, das ist es übrigens, stand auf meinem Armaturenbrett und es ist irgendwann verrutscht. Und durch diese Positionsänderung war dann das Maximum auf einmal verschoben und deswegen haben wir verschobene Messwerte. Und ich kam dann auf die Idee, hey, es wäre ganz schlau, wenn du jedes Mal nach der Messreihe das Maximum ermittelst und dann die Werte teilst, weil dann sind solche Fehler eben ausgeglichen. Es hat natürlich den Nachteil, dass es dann aufwendiger ist. Ja, was kommt als nächstes? Ich hatte am Ende ungefähr 992 Datensätze gesammelt. Das ist eine große Datenmenge. Wir brauchen aber einen Teil davon, um eben zu ermitteln, wie gut dieses trainierte neuronale Netz am Ende den Heimweg erkennt. Also werden die Daten aufgespalten in 70% Trainingsdaten und 30% Testdaten. Denn wenn man sein neuronales Netz nicht testet, weiß man gar nicht, wie ungenau das ist. Und ein Machine Learning Modell ohne Evaluation kloppt man am besten direkt in die Tonne. Ja, Praxis und Resultate. Darauf haben wir jetzt lange gewartet. Wie ich schon sagte, das ist das Resultat in schön leuchtendem Orange, das man jeder sieht. Da drin sitzt der Raspberry Pi 3, der verbaute Magnetfeldsensor und noch ein zusätzlicher Taster, über den ich dann halt die Wegpunkte markieren konnte, wenn ich tatsächlich nach Hause gefahren bin. Weil alle anderen Strecken mussten ja erkennbar sein, dass es keine Heimfahrten sind. Und nur die Heimfahrten, diese letzten 80 Sekunden, die wir gesehen haben in dem Streckenverlauf, habe ich dann einmal auf diesen Taster gedrückt. Dann wurden die Daten markiert. In der Data Science spricht man davon, die Daten wurden gelabelt. Okay, Praxis und Resultate. Wir haben also unsere Daten gesammelt, die in der SQLite3-Datenbank geschrieben. Diese Daten habe ich dann von dem Raspberry exportiert und habe das Training von dem neuronalen Netz auf einem Fremdsystem gemacht, und zwar über die Programmiersprache R. Das war ein wichtiger Punkt, denn hier drauf hätte das lange gedauert. Da braucht man also schon richtig Rechenpower, da werden auch manchmal Supercomputer angemietet und die Anwendungen müssen am Ende auf Smartphones laufen, deswegen transferiert man die Daten zum Supercomputer, lässt den ausrechnen und transferiert die dann zurück. Und genauso habe ich das gemacht, nachdem ich mein neuronales Netz trainiert hatte. Jetzt kommen wir wieder auf die Gewichte. Habe ich diese Gewichte in Textdateien geschrieben, denn das ist das eigentliche Wissen dieses Netzes. Und habe diese Dateien wieder auf meinen Raspberry exportiert. Und da habe ich jetzt in derselben Software genau diese Gewichte geladen und noch die Funktion des neuronalen Netzes eingebaut. Das hat sich dann die Gewichte aus den Textdateien geladen, war initialisiert. Man musste es also nicht mehr auf dem Raspberry trainieren, das wurde vorher gemacht. Und dann konnte dieses neuronale Netz Entscheidungen treffen. Jetzt hat man einfach wieder den ersten Schritt getan, man hat den Input reingegeben, hat das mit den Gewichten multipliziert, weitergeleitet von Layer zu Layer und am Ende hatte ich nur noch ein Neuron. Das war auf einem regulären Pfad 0 und dann, wenn das Muster erkannt wurde, dass ich nach Hause fahre, hat sich der Zustand geändert auf 1. Das hat dann die Fernbedienung aktiviert und wenn alles geklappt hat, ging das Tor auf. Natürlich hätte ich fast gejubelt im Auto, als ich vorm Tor stand. Das Ding hat angefangen zu blinken und das Tor ging auf. Ich muss aber auch erwähnen, es hat nicht jedes Mal funktioniert. Ja, was es noch zu sagen gibt zu dem neuronalen Netz. Es stellt sich immer die Frage nach der Konfiguration von einem neuronalen Netz. Ich hatte 80 Inputs, hatte auf dem ersten Layer 40 Neuronen, auf dem zweiten 20, auf dem dritten 4 und das Output-Neuron war dann 1. Trainingszeit waren ungefähr 5 Minuten und 992 Datensätze, davon 63 Datensätze mit Heimfahrt. Und die wurden dann eben 70-30 aufgespalten, sodass anteilig gleich viel Datensätze, also mit Heimfahrten und ohne Heimfahrten in den beiden Mengen waren, Trainingsmenge und Testmenge. Und insgesamt hatte ich am Ende dann 4084 Gewichte, die berechnet wurden und die dann jedes Mal kopiert wurden und vom Raspberry jedes Mal geladen werden. Jetzt kommt die Evaluation des Netzes. Und zwar
gibt es diese Konfusionsmatrix. Da haben wir einmal die Vorhersage des Netzes, die kann 1 oder 0 sein, und einmal haben wir dann, was der Zustand tatsächlich war. Und diese Randbereiche hier, das sind dann die falschen Ausschläge. Ich hatte jetzt in der Testmenge, wie viele Datensätze war es, habe ich natürlich nicht aufgeschrieben. Jedenfalls die Treffergenauigkeit lag am Ende bei 92% und optimiert habe ich den Fehler zugunsten einer falschen Positiverkennung. Bedeutet, das neuronale Netz hat öfter mal gesagt, du bist jetzt zu Hause, ich feuer mal, als dass es gesagt hat, nee, du bist jetzt nicht zu Hause, denn das größere Risiko wäre, ich stehe vor dem Tor, das Netz öffnet das Garagentor nicht und ich muss dann wieder die Fernbedienung suchen. Wenn hingegen das Netz dann feuert, während ich auf einer normalen Strecke fahre, ist das kein Problem. Ja, die Software wurde übrigens noch als Zustandsautomat implementiert und mehr oder weniger 1:1 so umgesetzt. Da wir mit der Zeit am Ende sind, überspringen wir mal die ungelösten Probleme und kommen noch zu ein paar Fragen. Es tut mir leid, es ist meine Schuld. Ich habe eben die technischen Probleme am Anfang gehabt, weil wir da eben noch mit der Grafik Probleme hatten. Fragen? Haben wir noch Zeit? Mein Vortrag muss echt gut gewesen sein, wenn da so wenig Fragen kommen. Ah, da ist jemand mutig. Frage, hast du das neuronale Netz auch weiter vergrößert in die 4000? Die Frage ist, ob ich das neuronale Netz weiter vergrößert habe. Die Antwort ist nein, ich habe es verkleinert. Denn es gibt ein Problem, und zwar, wenn man wirklich in der Praxis dann mit dem Raspberry Pi über Python irgendwas mit Machine Learning machen will, hat man sehr viele Gleitkomma-Operationen und es hat sich herausgestellt, dass man da echt Probleme kriegt mit Echtzeitsignalverarbeitung. Da braucht man vermutlich einen anderen Compiler, dass man maschinennäher arbeiten kann. Ja, bitte? Das Zustandsdiagramm ist ganz simpel. Wenn man eine Software schreibt und verhindern will, dass man eine Funktion kommt, die nicht vorgesehen ist, macht man eben dieses Zustandsdiagramm und hat dann immer einen definierten Zustand. Denn wenn ich jetzt logge, ist das ein Zustand, wenn ich diesen Taster drücke, ist es ein Zustand und auch wenn ich das Tor öffne, ist es ein Zustand. Und damit da keine ungeahnten Zyklen entstehen, habe ich das eben so gemacht, dass man immer in einem definierten Zustand ist. Das ist ein sehr solides Muster. Das hat schon bei anderen Projekten sich als sehr, sehr robust erwiesen. Ja? Gibt es noch eine andere Methode für Maschine außer neuronale Netze oder ist das immer verbunden? Es gibt diverse Methoden. Als Machine Learning wird mittlerweile sehr vieles verkauft und neuronale Netze werden mittlerweile als Deep Learning bezeichnet. Aber es gibt auch noch zum Beispiel eine Methode, die nennt sich Random Forest. Also es gibt da noch einiges mehr. Weitere Fragen? Ja, bitte. Bei dem Lernen konvergieren diese Systeme zu nur einer Lösung oder konvergieren die unter Umständen zu lokalen Minima? Ich wiederhole die Frage kurz. Es wurde gefragt, ob beim Lernen die Netze konvergieren, ob es eine Lösung gibt oder mehrere. Das kann, also ich weiß nicht, ob es beantwortet werden kann, weil wir ja eine Nichtlinearität haben, aber wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, man findet keine optimale Lösung, man findet eine Lösung. Beantwortet das die Frage? Ja. Lokales Minima oder Maxima. Ja, okay. Okay, danke. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen? Eine Frage zu den Gewichten. Wie lange braucht der Raspberry Pi, um das zu berechnen? Die Frage ist, wie lange der Raspberry Pi bräuchte, um das neuronale Netz zu berechnen mit den Trainingsdaten. Ach so, wie lange der braucht, um das festzustellen, das geht sehr schnell. Aber die Gewichte erstmal zu bestimmen, das dauert eben sehr lang, das ist die komplette Trainingszeit. Die waren jetzt auf dem Fremdsystem 5 Minuten. Ja, aber das war nicht die Frage. Ja?
Die Frage war, ob das Training mehrfach durchgeführt wurde. Man kann das Netz anders konfigurieren und kann jedes Mal die Daten trainieren und dann schauen, ob die Lösung besser ist anhand der Testdatenmenge. Das habe ich getan und ich habe am Ende die für mich beste Lösung genommen. Es gibt natürlich sehr viele mögliche Kombinationen, die zum Erfolg führen können. Ja. Die Zusatzfrage ist, ob es von der Anfangsinitialisierung der Gewichte abhängt. In der Regel nein, denn ausschlaggebend ist die Anzahl der Lernzyklen und das richtet sich eben anhand der Trainingsdatenmenge. Und die ist begrenzt. Also pro Durchlauf werden die einmal justiert, aber sie werden immer gleich oft justiert bei gleichem Netz. Ja, bitte? Die Frage ist, ob ich die Lösung benutze, um ein Garagentor zu öffnen. Die Antwort lautet nein, ich habe kein Garagentor mehr. Ich bin nämlich im August umgezogen nach Karlsruhe. Da fahre ich übrigens Fahrrad und ja, ich habe wieder ein elektrisches Tor und ja, ich denke genau darüber nach. Wie sieht es von der Zeit her aus? Gut, ich würde noch ein, zwei Fragen machen. Wer ist mutig? Ja, bitte. Die Adresse des Blogs natürlich. nobytes.blogspot.com. Ja. Ja, ich habe andere Methoden versucht, zum Beispiel Random Forest, aber dadurch, dass die Lernmethode eine andere ist, gab es da keine guten Resultate. Das war eben nicht dynamisch genug. Okay, ich denke, das war's. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und an der Hand der Lautstärke des Applauses überlege ich mir, ob es auf der nächsten PyEnmore dann ein tieferes Tutorial zu Machine Learning und neuronalen Netzen gibt. Danke.